So. Okay. Ich komme zurück zu I Wanna Warp the World, wo sie gerade in der Doom-Welt, und das ist aber nicht die Poodle-Doom-Version, was ja bestimmt lustig, wenn es die Poodle-Doom-Variante wäre und das kleine Kind einfach mit einer Kettensäge da durchrennen würde und Hatsune Mikos verprügeln würde, einfach weil Poodle-Doom einfach alles zulässt. Nein, der Lauch! Nein! Oh Gott, oh Gott. Stell mal vor, er würde Hatsune Miku... Säckchen! Muss aufpassen, das ist nicht zu weit zurück, das ist der Apfelbaum. Renn, Bitch, renn! Motherfucker! Pass auf hier! Scheiße! Waldemar, nein! Keine Cabrio-Jugend, Claudio! Keine Cabrio-Jugend. Vielleicht gibt's ja auch irgendwo Secrets, die man so aufsammeln könnte. Ah, Kermit! Oh, es ist Kermit, fuck it! Da hast du dein Secret, motherfucker! Kermit the fucking crazy frog! Oh Gott, frog. Kommt immer der! Ah, it's fucking crazy! Oh nee! I had my little kid medium rare! Ja, gegen Kermit. Auf den kann ich keine Kermit stimmen, ich weiß auch immer. Gegen Kermit ist kein Kraut gewachsen. Ah, Hatsune Miku ist dein geringstes Problem, mein Freund. Sie zeigt dir zwar offen, was du bist, aber das bedeutet nicht, dass sie ein Problem ist. Who told you I could stay up late? One day, I will come to your stream and tell everyone what a shit child you were. Miss Piggy is my wife. Oh Gott. Miss Piggy is now in my tummy. Ich habe irgendwie das Gefühl, Kermit ist ein verdammt nochmal Verrückter. So richtiger Psycho. Das heißt Run. Okay, dann piss ich mich. War das die Welt? Schon in der nächsten Welt? Okay. Kettensägen. Super Meat Boy? Ja, Super Meat Boy. Oh Gott. Oh boy. Das war cool, das war verdammt cool. Oh Gott, yes, jetzt. Yes. Moment. Okay. Oh. Aha. Wie kann ich. Oh mein Gott. Wahrscheinlich einfach springen und dann nochmal springen. Ah. Oh Gott, ist das scheiße gemacht. Ah, okay, ich weiß wie. Also bei der Weins halt eben. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, nein. Ah, da krieg ich. Oh. Die Dinger, die da rausspringen, irgendwas machen? Ja, sie töten mich, Salz. Ich bin aus Fleisch. Ist nicht gut. Aha, da hat einer logisch gedingstert. Hä? Ja, Mann. Das ist nicht so schön wie Meat Boy. Das ist halt wirklich nicht. Hat keine schöne Steuerung. Es ist einfach das Vine-Jumping aus I Wanna Be the Guy. Oh, weil seitdem ist alles vollblutest. Kannst du diesen Salz-Dings auch abschießen, oder? Ich glaube, ich muss rüber den Knopf betätigen. Ja, aber wie kommst du da? Ah, ich weiß wie, okay. Das musst du den anderen betätigen. Oh. Du bist tot! Hast du gut erkannt, Daniel. Ah, maybe you want your kid medium rare too, Claudio! Keine Antwort von Claudio. Nein. Schade. I heard my kid, now it's time for murder. Und ich dachte schon, wir haben einen Mann mit Humor, aber offensichtlich nicht. Claudio ist Speedrun-Profi, kein Speedrunner hat Humor. Nee, ich Speedrunner. Hast du niemals Summer Games oder Awesome Games dann quick angeguckt? Ja, wie die alle da sitzen mit ihren ernsten Gesichtern, so als wären sie konzentriert. Oh, ich hasse Cringe Jokes. Das ist nervig. Anstatt nebenbei zu kommentieren, wie wir das hier tun. Nein, sie tun das auch. Nein, wir werden nicht die Speedrun-Community schlecht reden. Ich mag die Jungs. Ich mag sie alle. Ich mag das auch. Die Leute, die Rocket Beans haben, diese Serie Speedrun, da alle, da kommen auch immer... Speedrunner, da erklären die zumindest auch mal ein bisschen, was, weil sie da nicht diesen
GameStand Quick Stress haben. Wobei bei den GameStand Quick Sachen gibt es ja immer wieder den einen oder anderen, der ein paar Sachen erklärt, was er da gemacht hat. So. Ja. Ich habe genügend GameStand. Wahrscheinlich die andere Wand, Claudio, da wo die Dings sind. Ist nicht so. Ich habe GameStand Quick eigentlich nur gesehen, weil die es bei Speedrun da alle geschaut haben. Nein. You're not fast enough, my boy! Okay. Oh Gott, oh Gott. Super Match Boy. Alles voller Blumen. Ich mein Fleisch. Ja, Fleisch. Wieso mach ich es nicht einfach so? Ja. Und du hast damals bei Dr. Freud gesagt, dass Meat Boy kein schweres Spiel wäre. Das ist nicht Meat Boy. Doch, doch, das ist 1:1 Meat Boy. Ganz bestimmt. Hast du keine Ahnung? Ich weiß wie, ich weiß wie. Ihr habt doch keine Ahnung, ihr nehmt doch alle Drogen! Das sowieso. Ah! Dann ist ja der größte Drogenschlucker von uns allen, Mann. Das sowieso. Er chillt sich die Bass, zieht an den Lines. Ich meine, die Rap-Musik, die er schreibt, da kommt doch kein Maler drauf. Nee, Mann. Nee, Mann. Das kommt alles aus dem Herzen. Das, was aus dem Herzen. Oh, das ist mein geheimen Textbüchlein, das du geklaut hast. Ach komm, als ob du sowas schreiben würdest. Bei dir wären die Songs alle so Backtrack-thematisch. Das ist nicht so einfach. Ja, what the fuck? Ich dachte. Du bist doch Backtrack, oder nicht? Okay. Nein, ich bin McLean. McLean? Oh. Wo hast du denn schon mal irgendwo einen Part gedroppt, hä? McLean. Ja, am SAP habe ich die Part gedroppt. Ich habe nie vergessen einzureichen. Nach meiner Quali. Bloody really man. Was im SAP? Ja, du musst. Die SBA, keine Ahnung. Ach, im SBA. Okay, so kann ich mir immer mehr Zeit erkaufen. Which would be very nice, aber. Oh. Manchmal kriege ich es nicht hin, manchmal. Das Leben ist zu kurz, ich gebe eine Furz. Oh shit, du bist ja richtig deeper Texte. Ja man, ich bin so. Ich mach meine Lines so fly on the lie. Well. Wow. Ah. Ja, das war schon ordentlich, du, der Reim. Also das muss ich schon sagen, also. Aber was sagst du denn dazu, dass Claudio. So, Fly ist wie ein toter Vogel. Oh, tote Vögel sind nicht. Enttäuschend. Das ist so enttäuschend, da kannst du nicht mal irgendwas rappen drauf. Ich kann euch nicht mal irgendwas rappen drauf. Ja, man kann nicht mal drauf was rappen. Es ist schon so erniedrigend, dass das keiner meiner Rap-Lines das wirklich so rüberbringen könnte, man. Das ist eine neue Form von Depression. Also was ich mal so sagen will, Claudio ist auch ein ziemlich krasser Rapper. Ich weiß nicht, unter welchem Namen der rappt, aber gestern bei Golf With Your Friends hatte ich schon harte Freestyles gedroppt. Hab ich halt echt. Muss ich sagen. Ah. Weißt du, vor allen Dingen, ich glaube, Claudio ist so ein bisschen der neue Taktlos. Also der Rapper Taktlos. Ah, so geht es. Okay, ich muss es nur... Der neue Taktlos. Ja, er rappt nicht auf den Takt, ne? Nein. Okay, Taktlos hat Reime, aber Claudios Gimmick ist halt, dass er zusätzlich dazu, dass er nicht auf dem Takt rappt, auch keine Reime hat. Aber es klingt halt verdammt dope, Mann. Das ist serielle Musik, Alter. Ja, Mann, keine Reime haben und nicht auf dem Takt rappen, das ist richtig. Quasi Kunst. Das nennt sich 12-Ton-Musik, Mann, das ist Kunst. Kannst du nach dem Wall-Jump keinen zweiten Jump machen? Also, ich probiere es, aber scheinbar nicht, weil hier, wenn ich so, dann kann ich keinen Doppelsprung mehr machen. Komisch. Hier kannst du wieder einen Sprung dann machen, also ich verstehe das Konzept nicht. Ich komme irgendwie komisch auf der Wand. Vielleicht muss ich einmal springen, dann von der Wand abspringen, keine Ahnung, wie das gewollt ist. Ich guck mal, was Patzer. Ja, so kann es gemeint sein, okay, ich weiß wie, aber das ist ein bisschen zeitfressend. Ja, fail.
Na, jetzt habe ich schon verkackt. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Warte mal. Bei dem Ding guck ich mal, wie viele Sekunden Patze für den Endboss gebraucht hat. Du wirst jetzt schon gucken, wie der Endboss ist, das ist ja voll. Nein, der Endboss von der Shovel Knight Welt. Ah. Fucking hell. Das gefällt mir nicht. Okay, er hat auch ein paar Versuche gebraucht. Ja. Oh, Patze, du hattest auch so deine Probleme mit dem Boss, sehe ich gerade. Ja, okay, geil, hab ich. Nice, scheiße. Wie mache ich das jetzt? Wenn du da hochkommst? Ich weiß wie. Weißt wie? Na, okay, du hast insgesamt 47 Sekunden gebraucht für den Boss, nicht schlecht. Ah, ich weiß wie, komm mal. Okay. Muss man internalisieren, alles gut, alles geil. So. Fuck. Das Timing ist für mich noch ein bisschen framed. Not so easy as I thought. So, dann schaue ich doch mal, was der Patze in dieser Welt getan hat. Also ich mag hier Super Meat Boy. Hab ich selbst gern gespielt. Aber das da ist halt ein bisschen nervig. Ah, ich hab nicht drauf geachtet. Ich Moment. Ich brauche erst kurz was zu trinken. Zack, ja, das ist ja okay. Das hat er easy going gemacht, den ersten Level. So, mal schauen, wie hat er denn den da gemacht? Okay, also er hat keinen Walljump gemacht, er hat dann einen normalen Doppelsprung drüber gemacht. Ach so, okay, gut. Also über diesen Abgrund. Er ist so ganz dicht. Ich bin schon über den Abgrund gekommen. Ah ja, genau. Woran bist du jetzt gescheitert, oder? Hier oben. Wie soll ich da hochkommen? Mal gucken. Ich könnte auch einen Doppelsprung versuchen, dahin zu machen, aber. Ja, er hat einen Walljump gemacht, ungefähr an die Stelle, wo du auch gerade den roten Fleck da hast. Ja. Und dann ist er da bis zu dem einen Stachel hochgesprungen, bis zu dem hinteren, dem dritten, und hat von da aus geschossen. Hm. Ist dann wieder runter. Ah, okay. Ja, quasi so. Okay, das ist aber ein bisschen schwierig. Vor allem, ich weiß nicht, wie macht er das, dass er. Weiß ich, ich musste Patze fragen. Patze, wie hast du das gemacht? Mit Skills. Also siehst du, das ist ja. Und vielen Button Smashing. Okay. Du musst sobald du deinen letzten Jump da von der Wand machst und dann springst, musst du sofort den Button smashen. Das ist ein Pixel-Perfect-Schuss. Das ist kein guter Ratschlag. Das ist Pixel-Perfect, okay. Mann. Du hättest was schaffen können, aber. Okay, ich weiß. Ja, nicht. Dann brichst du ja dem um. Ich bring mich gerne. So. Ah, und das war. Schau dir meine Tipps nicht ernst. Ich mochte den Doom-Abschnitt bisher am meisten, der war super. Schau dir meine Tipps nicht ernst, wird das eben hier keine Tipps mehr geben. Nein. Dann guck nicht mehr das Video. Call is unappreciative as fuck. Ja. Wisst ihr, was mich nervt? Dass da kein Fleischsoße bei diesem einen Dings übrig bleibt. Das nervt mich. Du hast die Fleischsoße nicht verdient. Ja, das glaube ich dir. Du hast nur Salatsoße verdient. Nein! Fuck! Scheiße! Das ist nicht leicht, ich hasse es. Genau, hey. Wenn es einfach wäre, würden wir es doch nicht machen. Ja, genau. Ich weiß doch auch nicht. Keine Ahnung. Wieso bleibt hier keine Fleischsoße hängen? Das gefällt mir nicht. That's what she said. Ah, I have an idea. Ah, yes. I have an idea. Ja, willst du mich verarschen? Baby, das ist doch genau das, was ich dir beschrieben habe. Achso, ich hab den dritten Stachel von links gedacht. Nein, der dritte von rechts. Daher musst du es ihm sagen, der Junge hat uns Probleme. Jetzt hat er den Probleme. Alter. Ja, das ist so viele Probleme. Wir alle haben Probleme. Nein! Oh nein! Ah.
ein Clubmitglied. Oh fuck. Eine magische Miesmuschel? Meint ihr da zufällig die hier? Ein Clubmitglied! Magische Miesmuschel! Oh fuck. Was sollen wir machen? Gar nichts. Geheil dich, Teil, die magische Muschel! Der hat dann halt keinen Plan mehr von allem und ja, hat einen Mental Breakdown und dann macht er einfach mit, weil er keine Ahnung mehr hat. Magische Miesmuschel. Magische darf Thaddeus etwas von diesem super leckeren, extra dick belegtem Sandwich essen? Nein. Darf ich dieses extra super dick belegte Sandwich essen? Ja. Ja. Oh, ja. Tut mir echt leid. Ich liebe es. Ich liebe SpongeBob. Yes. Das guckt jeder Intellektuelle an, wie ich. SpongeBob ist quasi, der hat die Intellektualität erfunden. Ja. Wow! Nein. Doch. Oh. Das ist mein Leben. Wie lange hocke ich jetzt da schon dran? Ein ganz paar? Pascal hat mich gerade auf Steam angeschrieben. Das sollte ich in Ruhe lassen. Oh. Mag den nicht. Er ist jetzt online auf Steam? Oh ja, er ist online auf Steam. Wie ist er schon mal? Warte, will ich erst meinen Freunden. Fuck. Er hat nicht mich angeschrieben. Er hat auch nicht wahrscheinlich mich angeschrieben. Er will Daniel angeschrieben. Jay will wieder dieses Judenspiel. Stocker. Schick dir Stocker. Stocker. So ist es doch, Daniel. Du betrügst uns doch mit den Stockern. Sollte nicht so ungeduldig sein. So. Du solltest nicht so geduldig sein. Ungeduldig meine ich, Mann. Nein, geduldig. Nein, ungeduldig. Nein, geduldig. Nein, ungeduldig. Nein, geduldig. Nein, ungeduldig. Ach fuck, das wäre jetzt die perfekte Gelegenheit gewesen. I, C, H, I. Nein, ich bin doch I, C, H, I. Ich hasse mein Leben. Ah. Nein, meine Muckis haben Muckis. Meine Eier tun weh. Deine Eier tun weh? Ja. Auf einer Skala von 1 bis Brotmaschine, wie sehr? Sehr Stanley. Stanley. Er hat sich die Eier aufgespießt. Weil sie so weh taten. Au. Oh, das sind nämlich daran, als Elin mir einen Kopf. Also es ist echt schlimm, wenn ein Mann so feste Eierschmerzen hat, dass er sie sich freiwillig aufspießt. Scheiße. Ja, ich finde es lustig, dass wir meist denken, immer wenn wir Schmerzen oder so haben, beispielsweise Zahnschmerzen, dann wollen wir diesem Schmerz mit anderem Schmerz entgegenwirken. Das ist fucking stupid. Ich liebe es. Oder? Ja, Claudio, ich glaub schon, ihr wolltest bestimmt auch, oder? Schmerz, oder bin, ja, aber Claudio, lass mich dir das erklären. Lass mich dir das erklären, Claudio. Ja. Wenn du Aua fühlst auf Stelle 1, musst du Aua auf Stelle 2 machen, weil dann vergisst du Aua auf Stelle 1. Das verstehe ich nicht. Ist ja logisch. Nein, das ist nicht logisch, das ist fucking stupid. Und das wenn du seelisches Aua hast... Ich muss schnell sein, ich muss richtig schnell sein. Kannst du dich da zu der Wand zuerst dahin? Ja, ich will das aber nicht, weil da ein Stachel unten drunter ist. Ja, aber es wäre eine Möglichkeit. Nein, ich hab Angst. Claudio, du kleiner Hosenscheißer. Wie ist das jetzt wie ein Speedrun-Profi? Daniel, guck dir das Video und zeig, wie es der Speedrun-Profi gemacht hat. Mir ist es scheißegal, wie du das gemacht hast. Okay. Wow. Ich sag dir jetzt, der Schipat. Ja, der Speedrun-Profi hat nicht das Level resettet, nachdem er den Schalter getätigt hat. Also er ist oben über das Ding, er ist oben über das Ding drüber gesprungen, also über das sich drehende Sägeblatt und ist dann einfach hinten ganz dicht am Stachel vorbeigeflogen. Der ja, das mache ich auch. Das wollte ich machen. Das wollte ich machen, Patsy. Ja, du willst nicht das so machen, aber... Aber weißt du, wo der Unterschied ist? Ja, ich weiß sowas gar nicht. Du wolltest es machen, Patsy hat es gemacht in seinem Speedrun. Oh ja. Aha. Mir doch egal. Siehst du, wie ein trotziges kleines Kind. Mir da hinten an. Mir da hinten an. Beine.
Jetzt wollte ich gerade sagen, wir werden jetzt wieder gleich vom Thema ablenken wie jemand anderes, den wir kennen. Oh nein, oh nein. Oh, fast. Aber so knapp. So knapp. Ich werde das jetzt noch schaffen. Diese dafür gibt es von Roderick durchgemacht. Ein Herzchen. Roderick. Nein. Oh, was mache ich denn? Roderick. James. Nein. Schau mal ganz genau. Ah. Fucking. Also er springt irgendwie höher, bei ihm ist das Rad, wenn es sich nach... Ich weiß, wie ich es machen soll, ich krieg's nur nicht hin, weil ich debil bin. Toll, ist zu langsam. Und zu langsam. Oh, fuck. Oh. Er ist zu langsam. Er ist zu langsam. Ey, Claudio, sag mal, machst du das denn richtig? Kennt ihr die eine Stelle bei SpongeBob, wo, hey, SpongeBob, ich weiß nicht genau, welche Folge ist, aber ich weiß, dass, SpongeBob sagt, ich hab ganz schrecklichen Durchfall. Oder ich hab schrecklichen Durchfall, sagt er. So. Das finde ich wirklich witzig, ich weiß aber nicht, wieso. Moment, also er sagt das nur und du findest es witzig. Nee, in dem Kontext war es witzig. Ich hab schrecklichen Durchfall. Das finde ich witzig. Warum sagt SpongeBob das? Das ist ein Schwamm, er kann gar nicht scheißen. Also er kann. Wo bist du das denn wissen? Dieser Welt spielen. Ein Meeresbiologe wie Jotaro. Totaro ist Oceanman. Ach, bitte, du bist zu schnell, Claudio, du bist zu schnell. Bei ihm ist das Rad quasi schon wieder über dem Stachel in dem Moment, wo er da runterspringt. Verstehst du, was ich meine? Nee. Er springt quasi über das Rad, während es da ist, wo es genau jetzt ist. Da springt er drüber. Verstehst du, jetzt. Genau in dem Moment. Nein, das ist zu früh! Verdammt nochmal! Ich sag dir, es ist zu früh, verdammt! Okay, tut mir leid, warte, ich mach's nochmal, wenn ich da bin, warte. Upsi, ups. Jetzt kann ich das irgendwie ganz gut. Ja, aber dann musst du gleich dein Part beenden, weil du bist schon über den 20 Minuten. Ja, passt schon. Also, wann genau? Sag mir die Uhrzeit. Okay. Uhrzeit, im Uhrzeigersinn. Wenn das Ding da ist, wo es jetzt ist. Ja, es ist 9, 10 oder 11. 12 Uhr oder sonst irgendwas, so wie bei der Uhr. Wo genau? Oh, goddammit. Oben ist 12, ja, rechts ist 3, unten ist 6, links ist 9. Ja, du musst dir ja helfen, wenn du schon wieder Brainfart hast. Gehirnfurz. 10. Okay. Danke. Dann springt der los, oder was? What the fuck? Ja. Yeah. Ach so, jetzt okay. Yes, genau das meinte ich, ja. I see, my boys. Yeah, okay, yeah, jetzt geschafft. Hier kommst du Fun Part. Ach so. Ach nee, das ist jetzt ganz anders. Aber ich kann jetzt nicht mehr hier so schön hochsliden. Fucking Scheiße. Oh, ich sehe gerade, Patze ist da sogar auch einmal gestorben. Okay, ja. Ich werde den Part jetzt hier beenden und wir werden sehen, ob ich es jetzt gleich wieder schaffe. Yeah, bis gleich. Cliffhanger. Nein, Profi, let's play. Nice.